Hallo, ihr Lieben. Ich lade euch ein zu einem, denke ich mal, recht spannenden, aber auch experimentellen Video. Zum einen habe ich mein letztes, vermutlich allerletztes, XXXXXXL Monster Neuzugänge Video. Ich habe nämlich 22 Neuzugänge gehabt. Ich dachte ursprünglich, es sind 23. Aber bei meiner Rebuy-Bestellung hatte ich ein Buch, von dem ich mir relativ sicher war, dass ich es verschenken möchte, aber ich habe es erstmal sozusagen zu meinen Neuzugängen gezählt und deswegen ist es quasi bei meinem Substand noch mit dabei, aber es gehört mir nicht mehr, weil ich es verschenkt habe und ich hoffe, die Person hat sich auch darüber gefreut, ich bin mir relativ sicher. Wir haben uns bloß nicht nochmal gesehen, leider. Ja. Und zweitens, ich hoffe, ich bin nicht absolut überbelichtet, ich meine immerhin vielleicht besser überbelichtet als unterbelichtet, aber ich habe mir zu Weihnachten Softboxen gekauft und ich fühle mich absolut geblendet und ist natürlich ein bisschen gefährlich, das einfach bei einem Video auszuprobieren, was ein bisschen Vorbereitungszeit kostet, wenn man 22 Neuzugänge zeigen möchte. Und ich bekomme auch gerade Kopfschmerzen von dem Licht, das fängt schon gut an. Aber ich hatte jetzt keine Zeit, nochmal irgendwelche Probeaufnahmen zu machen, wie hell dieses Licht jetzt wirklich ist. Und weil ich muss ja auch schon los. Ich treffe mich heute Nachmittag im Plauen mit der Steffi von Lady of the Books. Deswegen lege ich jetzt gleich los. Also, 22 Bücher sind bei mir eingezogen im November. Und dafür ausgegeben habe ich 59,48 Euro. Wobei bei 22 Video... Bei 22 Euro sind es keine 3 Euro pro Buch. Ja, also das ist relativ, aber 60 Euro, das muss schon nicht sein. Ich fange mal gleich an. Und zwar mit einigen E-Books. Ich habe mir die 3 Pottermore-Bücher E-Books gekauft. Das erste müsste sein Heldentum, Härtefälle und Hanebüchene Hobbys. Ah, das ist jetzt natürlich... Mit der Belichtung 1A. Ja, kosten jeweils 2,99. Bisschen teuer. Das erste kann ich jedem empfehlen. Die anderen zwei muss man sich nicht kaufen. Das zweite ist Macht, Politik und nervtötende Poltergeister. Und das dritte ist Hogwarts. Ein unvollständiger und unzuverlässiger Leitfaden. Ach, geil. Guckt euch diese Softbox an. Seht ihr dieses... Wahnsinn. So. Ja, 3 E-Books, das heißt, es sind schon mal 9 Euro dafür. Dann waren wir, glaube ich, beim Laura Newman Hangout bei der Steffi und da hat mir jemand verraten, dass es Switch Hunter gerade für 4,99 Euro gibt im Kindle Deal oder weil jetzt der zweite Teil rauskommt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da zugeschlagen. Und ebenfalls, die Steffi ist dafür verantwortlich. Komisch, ne? Die Steffi immer. Ich habe mir noch Cherry on Top von Jackie Fallgut gekauft. Gab es übrigens auch ein Hangout bei Steffi. Ach, das gefällt mir mit Softbox auch nicht so ganz. Ja, das sind erstmal einige E-Books. Das hat gekostet 99 Cent. Kostet jetzt aber, glaube ich, entweder 1,99 oder 2,99. War quasi Aktionspreis, war ganz frisch. Dann musste ich mir ja unbedingt kaufen. Das war so die Zeit kurz nach der Buchmesse und mit dem ganzen Fitzek-Hype. Und da war noch das tolle Interview beim Philipp. Und deswegen habe ich mir das Paket gekauft. Hier seht ihr auch noch die Hülle. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich das Buch zweimal habe. Das liegt daran, das ist die Erstauflage quasi des Pakets. In einem Paket gibt. Das ist ganz cool. War auch ein tolles Buch. Ich meine, ist jetzt natürlich kein Neuzugänge-Video. Hat gekostet 19,99. Ganz schön fett viel Kohle, 20 Euro. Aber trotzdem tolles Buch. Ja, dann habe ich ein Rätsel-Exemplar bekommen, nämlich anonym von Arno Strobel und Ursula Poznanski. Achso, gelesen habe ich übrigens bis jetzt die 3 Pottermore-Bücher, Cherry on Top, das Paket, anonym. Ach, das ist alles gar nicht so schlecht. Ja, das ist jetzt das zweite Buch, was sie zusammen rausgebracht haben. Aber es ist wohl der erste Fall von dieser Nina Salomon und dem Daniel Buchholz.
Buchmann? Buchholz. Daniel Buchholz. Ja, dann habe ich mir noch gekauft für 7,99 bestimmt. Ja. Resident Evil Heavenly Island Band 3 dieser Resident Evil Zombie-Reihe auf einer Insel mit Bikini-Schönheiten. Grandiose Idee. Es ist so richtig schön trashig, finde ich, ja. Dann, ach nee, dann kam noch ein Rezensionsexemplar, nämlich Giants. Das habe ich neben Witch Hunter noch nicht gelesen, also beziehungsweise bin ich noch dabei. Dann für den Buchclub, heißt glaube ich, die Gruppe von Steffi, Philipp und Alicia, heißt glaube ich Buchclub. Ja, dann haben wir im November zusammen gelesen, You. Ich habe mir jetzt E-Book gekauft, weil ich mir nicht sicher war, dass es hier um einen Stalker geht und ich deswegen keine 15 Euro ausgeben wollte. Das E-Book hat trotzdem 9,99 gekostet, habe ich auch schon gekauft, gelesen. Ja, und dann war plötzlich hier irgendwie Kindle Deal und Cyber Monday angesagt und ach, da habe ich mir gekauft. So, also als erstes habe ich gekauft Heatwave von Richard Castle. Das ist der erste Teil dieser Nicky Heat-Reihe. Das habe ich auch gestern beendet. Wir sind also noch bei aktuell bei 2 Büchern, die ich nicht beendet habe. Jetzt kommt aber Buch 3 und zwar, da bin ich erst noch dabei, Pala, das Spiel beginnt von Marcel van Triel. Achso, Käse hat gekostet 2,49. Pala hat gekostet 1,99. Dann habe ich mir Adib gekauft von Laura Newman für 59 Cent. Falls ihr da Bock drauf habt, das lesen wir jetzt im Januar zusammen. Und da gibt es eine Lesegruppe bei Facebook. Fängt aber erst so Mitte Januar an, weil wir vorher noch Terror lesen. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, da war noch ein Stephen King im Angebot, nämlich Shining für 1,49. Puh, das habe ich mir dann auch geholt. So, und die restlichen Bücher haben mich nichts mehr gekostet, weil ich habe dann noch ein Rezensionsexemplar, also ich denke, dass ein Rezensionsexemplar ist, zugeschickt bekommen vom Verlag und dann gefragt, Monetics. Und da geht es um einen Globetrotter, der schon alles auf der Welt besucht hat. Und jetzt macht er quasi Urlaub auf dem Mond im Hotel Levania. Finde ich total cool. Also es gab diese Puschen noch mit dazu. Und ja, und es soll ein total spannendes Abenteuer werden. Ich stelle mir das vor, so eine Mischung aus Perlenantrag durch die Galaxis. Also, ne, so auch so ein bisschen trashig, witzig. Und das fünfte Element, da sind sie auch auf diesem Spa-Planeten oder was das ist. Ja, und da hat man hier noch eine Broschüre. Erleben Sie die lunare Leichtigkeit des Seins. Urlaub auf dem Mond, Hotel Levania. Das ist quasi eine Werbebroschüre von diesem Hotel. Und da steht ja auch drin, Kontakt, wie man dieses Hotel kontaktieren kann und was man sozusagen für Zusatzaktivitäten buchen kann und was sozusagen bei der Vollpension und Verpflegung alles mit dabei ist. Könnt ihr euch mal anschauen. Finde ich total witzig gemacht, also so dieses Gesamtkonzept. Ja, und Steffi von der Lady of the Books hat es ebenfalls bekommen und wir werden es eventuell mal zusammenlesen. Ja, dann kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher meiner Rebuy-Bestellung. Ursprünglich waren es eben 7, weil ich das eine Buch dann verschenkt habe. Für diese Bestellung habe ich sozusagen nichts bezahlt, weil ich hatte Bücher an Rebuy verkauft und habe das sozusagen damit bezahlt. Ich habe Resident Evil 4 und 5 gekauft. War ein kleiner Fehlkauf, weil sie sind auf Englisch und in dieser kleinen Pocket-Ausgabe, sodass sie gar nicht zu den anderen passen. Werde ich aber trotzdem bald lesen. Und dann habe ich mir noch, weil ich von Cody McFady noch gar nichts gelesen hatte, habe ich mir die Blutlinie geholt, Band 1. Ich glaube, das hatte da Philipp noch nicht gelesen und da wollten wir das eventuell zusammen lesen. Ja, Tod im Beginnhaus von Petra Schier ist der erste Teil der Adelina-Reihe. Ich kenne ja schon Band 4, 5 und 6 habe ich dieses Jahr gelesen und Band 1 habe ich jetzt auch schon verschlungen. Dann Killgirl, davon hatte ja die Patty so doll geschwärmt, musste natürlich dann auch noch mit, bin ich jetzt bei
Naja, ein bisschen mehr als ein Drittel, sagen wir mal zwei Fünfte. Habe ich da jetzt auch schon gelesen. Und da ich den ersten Teil noch nicht gelesen habe, musste ich mir natürlich, der steht glaube ich, hier so, ne? Musste natürlich auch Band 2 noch her. Nämlich der Seidenspinner, ist übrigens noch eingeschweißt, total cool für irgendwie 3 Euro oder so. Den kann man ja schon mal mitnehmen. Ja, und das letzte Buch, da hatte ich noch einen Gutschein. Und es haben viele geschwärmt dieses Jahr, es ist ja auch schon der zweite Teil raus. Elias und Laia von Sarah Tahir. Wollte ich jetzt im Dezember lesen, habe aber ein paar andere Bücher gelesen, nehme ich mir auf jeden Fall für den Januar vor. Soll ja so großartig sein, freue ich mich auch schon drauf. Ja, und das waren meine 22 Neuzugänge, von denen ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... gelesen habe von 22. Naja, es ist für November, dafür, dass wir jetzt Dezember haben, ist es gar nicht so schlecht. Ja, wird wahrscheinlich mein letztes XXXXL-Video sein, weil ich meinen Sub dann ein bisschen beschränken möchte. Für 2017 ist es doch ganz schön krass, war. Ja, das war's erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!